Bükesdorf an der Grenze zu Ungarn wurde im Jahr 2015 in der ganzen Welt durch den Flüchtlingsansturm bekannt. Mehr als 300.000 Flüchtlinge zogen damals durch den Ort mit seinen gerade einmal knapp 1.800 Einwohnern. Bereits im Jahr 2014 bezogen, musste die Einweihungsfeier aufgrund der Flüchtlingskrise hintanstehen. Im Beisein von zahlreichen Politikern, Landeshauptmann Hans Niesel an der Spitze, dem Landespolizeipräsidenten Magister Martin Huber, dem grünländischen Militärkommandanten Magister Gernot Gasser und vielen Gästen wurde das Gemeindehaus von einem evangelischen und einem katholischen Priester geweiht. Und sei nun dieses neu gestaltete Gemeindezentrum gesegnet im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Festprogramm eröffneten die Kinder der Volks- und Hauptschule. Unsere Gemeinde, wie ein Baum, viele finden in ihrem Haus Nahrung und Raum. Wie ein Baum ist sie voll Leben und kann uns auf den Blick erheben. Die Gemeinde bekam auch Geschenke, darunter ein Bild, das während der Öffnungszeiten im Eingangsbereich des Gemeindehauses zu besichtigen ist. In seiner Rede bedankte sich der Bürgermeister, Ingenieur Gerhard Zapfel, bei den Bewohnern für ihre Hilfsbereitschaft während der Flüchtlingskrise und erwähnte, dass im neuen Gemeindehaus nicht nur die Gemeinde ihre Dienststellen hat. Ebenso gibt es eigene Räume und eine Küche für den Pensionistenverein und auch einige Gemeindewohnungen. Die Pensionisten bedanken sich bei diesem Fest, indem sie die Mehlspeisen zu dieser Feier zur Verfügung gestellt haben. Das neue Logo der Gemeinde Nickelsdorf stellte der Bürgermeister bei dieser Gelegenheit auch vor. Der Gewinn dieses Gemeindefestes wird auch nicht für die Gemeinde verwendet, sondern einem guten Zweck zugeführt. Natürlich kamen auch einige der anwesenden Politiker zu Wort, darunter auch Landespolizeidirektor Magister Martin Huber, der in seiner Rede betonte, dass das Burgenland das sicherste Bundesland in Österreich ist und er alles daran setzt, dass es auch so bleibt. Wir haben im Jahr 2014 366 Einbruchsdiebstähle in Wohnungen und Wohnhäuser gehabt. Das sind jene Diebstähle, die die Bevölkerung und uns alle natürlich am meisten stören, wenn jemand in sein Haus eindringt und etwas stiehlt. Im Vorjahr haben wir diese Einbruchsdiebstähle in Wohnungen und Wohnhäuser um mehr als die Hälfte auf 160 im gesamten Burgenland reduzieren können. Und das ist sicher ein Verdienst der Polizei, wo es laufend Anpassungen an den Streifendienst gegeben hat, insbesondere bei der Dämmerung, wo Analyse stattgefunden hat und wo auch in der Aufklärung einiges passiert ist. Aber das ist auch der Verdienst der Bevölkerung, von Ihnen, die unheimlich viel im Bereich auch Alarmanlagen, aber sonst auch im Bereich der Prävention getan haben, indem Häuser zugesperrt werden, indem Fenster zugemacht werden. Und eines auch noch, wo auch viele Meldungen an die Polizei von der Bevölkerung von Ihnen kommen. Und dafür möchte ich mich auch bei Ihnen im Rahmen dieses heutigen Festaktes recht herzlich bedanken. Das Traditionsregiment 76 war mit einer Abordnung vertreten und durfte eine Salve aus ihren historischen Gewehren abfeuern. Oh!
Thank you.